Medel und Susanne Oeger. Gleich hinter Harald Schmidt Show. Helmut Charlotte und Band, meine Damen und Herren. Mein heutiger Gast ist einer unserer großartigsten Komödianten. Jetzt aktuell im Kinofilm Stromberg zu sehen, in der ARD-Serie Mord mit Aussicht und natürlich vor allen Dingen mein persönlicher Favorit, der Tatortreiniger. Herzlich willkommen, Bjarne Mädel. Ich freue mich, dass du wieder den Weg zu uns gefunden hast. Musst du jetzt auch so eine große PR-Tour oder musstest du machen für den Film? Ja, teilweise das meiste macht der Papa selber. Ja. Also der Herbst, wie er liebevoll genannt wird. Der muss wahnsinnig viel machen. Der muss vor allen Dingen zu Lanz. Ach so, ja. Ist eine Aufgabe, um die ich ihn nicht beneide. Ich freue mich, dass ich stattdessen hier sein darf. Also ja, und ich freue mich sehr, dass du uns besuchst. Der Film startet heute im Kino, ja? Für alle Zuschauer oder nächste Woche? Am 18. Am 18. ist hier Premiere in Köln und am 20. startet er dann für alle. Bundesweit, wie man so sagt, ja. Es ist riesig plakatiert überall und wirklich, also der Herbst ist da in allen Blättern. Es wird ein Interview nach dem anderen, aber es muss sein bei so einem Film. Ja, es ist ja irgendwie, es gab ja dieses Crowd-Investing, wo Leute Geld eingezahlt haben und die kriegen Geld zurück, wenn wir 1 Million Zuschauer schaffen. Das könnte zu schaffen sein. Und deshalb bemühen wir uns eigentlich nicht unseretwegen, sondern für die Leute. Wie viel Geld kam da zusammen, weißt du das? 1 Million. 1 Million Euro kam zusammen? In 9 Tagen. Erstaunlich. Ja. Ja. Ich hatte mir überlegt, dass ich privat das auch mal versuche. Ja. Einfach sagt, es muss ja nicht 1 Million sein, aber einfach mal gucken, wie viel so zusammenkommt. Ach so, für dich? Ja, einfach das geht schon. Es müsste in so einer Start-up des Lebensabends. Ja. Es müsste in so einer Start-up-Richtung gehen oder was? Ja? Ja, einfach so mal für mich jetzt. Ja, sentimentale Stimmung beim Dreh, weil es ja auch das Ende der Serie ist. Ja? Tatsächlich, ganz am Ende haben wir alle ein bisschen Pipi in den Augen gehabt. Und ich fand ja den Moment, wenn dann so andere Leute dabei sind, dann wird man ja nicht ganz so emotional. Aber als ich dann mein Kostüm in der Garderobe abgelegt habe, so die Schuhe, die man 10 Jahre anhatte, dann ablegt, das ist ja unglaublich, was da für Dämpfe hochkommen. Und es war wirklich so ein bisschen wie sich von einem Freund verabschieden. Ja. Also Ernie wandert, also für mich war das so ein Gefühl, der wandert aus nach Australien oder so. Ja. Ich kann mich gut von ihm verabschieden, aber es ist nicht wahrscheinlich, dass wir uns wiedersehen. Wenn das stimmt, was ich über dich zurzeit lese, dann bist du ja eh so ein Aussteiger. Bei Mord mit Aussicht ist Schluss. Ja, aber das ist ganz schön, wenn ich das mal richtig stellen darf. Ja, ich habe in einem langen Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, nach 39 Folgen Mord mit Aussicht, wir drehen ja jetzt wieder, kann ich mir vorstellen, dann auch mal Lust auf eine andere Rolle zu haben. So, weil den Polizisten habe ich ja schon 39 mal 45 Minuten gespielt. Und zeitgleich habe ich in dem Interview gesagt, dass die Bedingungen beim Fernsehen halt für uns Schauspieler immer schwerer werden, weil wir immer weniger Zeit haben, die gleiche Qualität abzuliefern. Ja. Das wurde dann so kausal zusammengefügt. Der sagt, die Bedingungen sind schlecht oder richtig schlecht und morgen höre ich auf. Ich habe keine Lust mehr. Jetzt werde ich einerseits nicht mehr so gemocht von den Chefs, andererseits sehr gemocht von der Branche, die alle sagen, Mensch, endlich mal einer, der Eier hat. Um mit Olli Kahn zu sprechen, der sagt, was Sache ist. Und ganz so habe ich es nicht verdient. Weder das eine noch das andere. Und vor allem, man weiß nicht, was gefährlicher ist. Weil die Solidarität der Kollegen kann natürlich auch bedeuten, wieder einer weniger, den ich überholen muss. Das stimmt. Vor allen Dingen kommen ja so wenig nach. Es werden ja alle gefragt, ist der Mädel denn einfach nur durchgedreht oder stimmt das wirklich? Habt ihr denn wirklich weniger Zeit als früher? Ja. Und alle sagen, ja, der hat schon recht, aber ich möchte nicht namentlich zitiert werden. Wahnsinn. Und dann stehst du halt auf einmal alleine da. Ja. Weißt du? Sehr gefährlich. Und ich war ein bisschen müde. Es war Jahresende, dieses Interview. Ja. Und vielleicht würde ich jetzt mich ein bisschen mehr konzentrieren. Ja, ich quatsch manchmal so drauf los und denke hinterher, ach, siehste, hättest du das mit den Eiern und dem Kahn vielleicht nicht sagen sollen. Ja, aber das, auf der anderen Seite, da wächst auch wieder schnell Gras. Das Tempo ist gerade ja so wahnsinnig. Über die Eier von dem Kahn ist ja. Die einiges an Gras. Die Graseier sozusagen. Und was ist mit Tatortreiniger? Verwöhnt man dich da? Wie behandelt dich die ARD? Einer meiner alten Sender. Die scheißen mich mit Geld zu, kann man sagen. Ist so, ja. Man darf doch da nicht alles sagen, hat sich viel geändert, seit ich da weg bin. Ja.
Also das, was noch übrig ist. Ja. Gibt's da mal ein Kärtchen zu Weihnachten? Gibt's mal ein Hallo, toll, wir sind glücklich, dass wir Sie haben und so? Ja, es ist, da gab's ja auch ein bisschen Ärger. Das ist auch, kann ich auch gleich richtig stellen. Wir haben das Ganze angefangen als Experiment. Der NDR hat gesagt, hier ist noch ein bisschen Geld über. Mhm. Ende des Jahres, nimm du mal und mach doch mal. Ja. So. Und das ist eigentlich für uns die beste Situation, so eine Freiheit zu haben und zu sagen, wir dürfen uns mal was ausdenken. So. Ja. Haben wir gemacht, dann haben wir das ausprobiert und alle haben gemerkt, das ist toll. Mhm. Und das ist so toll, weil es auch toll geschrieben ist und tolle Kollegen mitmachen wollen und so. Das lohnt sich da ein bisschen mehr zu investieren, Zeit und Geld. Und da sind wir natürlich, wir wollen natürlich das Maximale haben und der Sender sagt, so viel haben wir aber nicht. Und dann müssen wir uns irgendwo treffen. Aber es wollen alle weitermachen. Also der NDR möchte das weitermachen und wir haben neue Folgen jetzt schon geschrieben und es wird weitergehen. Habt ihr einen festen Sendeplatz? Nee. Das ist ja sehr wichtig für eine Sendung, dass die Zuschauer sozusagen so wie Ditsche, das ist ja, sagen wir mal, dasselbe Genre. Mhm. Ja? Da weiß man einfach, zack, immer muss ich nicht ins Programm gucken. Ja? Mhm. Das wäre vielleicht noch. Ja, das ist unsere Hoffnung, wichtig, dass wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir so eine Sendung sind, die halt wirklich in Serie ausgestrahlt wird. Ne? Und spielst du auch noch Theater? Zum Beispiel 9. März in Duisburg spiele ich ein Stück von Ingrid Lausund. Das heißt Benefits, jeder rettet einen Afrikaner. Also, es ist sehr lustig, sehr böse und kann ich nur empfehlen. Wo spielst du das da? In Duisburg. Ja. Gibt es da mehr als ein Theater? Ich bin mir ziemlich ganz sicher, ob es Duisburg oder Oberhausen ist. Ich glaube, es ist Duisburg. Das ist eine extrem hässliche Fußgängerzone. Ja, ja, ja. Und das war aus der Zeit, als die SPD noch Geld hatte, wirklich. Ja, da kamen die Russen rüber, um sich mal anzugucken, wie sowas gemacht wird. Kilometerlange Platten, zubetoniert und so. Und das Theater ist aber sehr schön. Das sehr steht dann schön. Da so im Weg quasi. Das ist, glaube ich, das, was sich die Düsseldorfer Oper teilt. Okay. Die spielen in Düsseldorf. Hoffentlich nicht am gleichen Namen. Duisburg. Das wirst du ja merken. Aber ja, wahrscheinlich mit so einem gelben Parker stehen dann Leute neben einem, die plötzlich singen. Ja, aber irgendeine stört immer. Lebst du eigentlich in Berlin auch? Ja. Alle? Ja. Alle leben jetzt irgendwie in Berlin, oder? Ja, ich weiß auch nicht wieso. Also bei mir war es die private Regierung, die wollte den Umzug und dann bin ich... Das finde ich toll, privat. Du sagst private Regierung? Ja. Ich kenne das noch von früher. Ich sag's aber liebevoll. Ja, mein Finanzminister hieß es. So im Restaurant, noch ein Bier, jetzt muss ich meinen Finanzminister fragen. Und das war dann das die Frau. Ist ein bisschen eklig. Nee, aber bei mir war das so, ich bin ja Hamburger und ich finde Hamburg schön und es gab dann irgendwann, ich war da am Theater und dann irgendwann gab es das nicht mehr. Bin ja sowieso meistens dann unterwegs in Köln und dann hat eben die Frau gesagt, dann bestimme ich jetzt, wo wir wohnen. Ja. Und da hast du dich... Mir war es egal, ich bin ja mal weg. Also meine Sachen stehen in Berlin. Ja. So. Ja. Wird in Berlin selber auch viel gedreht oder ist das... Krumme Dinger? Nee, oder? Ich meine jetzt so Filme oder muss man dann doch mehr in Köln oder München arbeiten? Ich glaube schon, aber ich habe komischerweise drehe ich meistens, also Mord mit Aussicht wird auch in Köln und Umgebung gedreht. Klar, Tatortreiniger Hamburg, Stromberg war immer hier, auch in Köln. Ja. Hat sich so ergeben. Also ich glaube, in Berlin arbeiten auch Schauspieler hin und wieder. In Cafés und Restaurants. Ja, und unsere amerikanischen Freunde sind doch ganz jeck auf Babelsberg. Nach allem, was man so sieht. Ja, George Clooney ist doch da gar nicht mehr rauszukriegen. Ja. Und ja. Also ich zufällig, das hat sich so ergeben, dass ich da nicht so viel... Wollten wir über den Kinofilm, den sollte ich bewerben eigentlich, ne? Den hast du auch beworben. Habe ich schon beworben. Ja, wir haben einen großen Ausschnitt gezeigt, es war ein riesengroßer Lacher. Ja. War ich auch im Bild, ne? Ja, du hast das war mit der Musik da. Du hast jetzt diese schöne sentimentale Geschichte erzählt, du Schuhe noch mit dem Pointe eingebaut, da kommen Dämpfe hoch. Ja. Und dann der Wunsch, dass Ernie nach Australien auswandert, so nah ist dir die Figur gekommen. Gott sei Dank. Oder im Wesentlichen, er hat nichts vergessen, ne? Ich mag den total gerne. Es Wie heißt der wirklich, Film? Wirklich besser geworden mit meinem Gedächtnis. Ja. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Herein. Am 18. März Premiere für unsere Megastars. Das heißt Februar. Februar. Jetzt. Armin Rohde mit Sicherheit wieder Sackkübel auf dem Kopf und auf dem roten Teppich. Er spielt nicht mit? Nein, er spielt nicht mit, aber sagt mir eine Premiere ohne. Das ist eine alte Branchenregel. Premiere ohne Armin Rohde bringt Unglück. Okay. Und zwei Tage später dürfen wir das gemeine Volk zu Millionen rein. Ja. Und dann schätze ich, wird Fucking Stromberg, sage ich mal. Ja. Oder also nicht. Am Nachmittag wird dann wahrscheinlich schon an die Investoren zurücküberwiesen mit einer Verzinsung, die in den Procon-Bereich geht. Davon gehe ich aus. Jetzt musst du mir auch die Hand geben. Vielen Dank. Super. Schön, Wieso dass du hier. Ja, nee, das ist zum Abschied. Muss so, ich. Ja. Wenn du willst du nicht, dann lass es. Doch. Lass doch meine Hand einfach stehen. Ja, oder so. Nee, das ist doch nicht. Da musst du auch mal entscheiden, weißt du? Ja. Wir können ja nachher noch mal durchgehen. Denk mal ein bisschen drüber nach. Ich denk drüber nach. Ja.
Es hat mich auf jeden Fall wahnsinnig gefreut, ja, dass ich noch einmal hier sein durfte. Er sagt es nicht so sentimental, noch mal. Ich bin schon ein Stück weit traurig. Wirklich? Ja. Ja. Hm? Soll ich meine Schuhe ausziehen und gucken, was wir da oben haben? Bjarne Mädel, meine Damen und Herren.